Schönen guten Morgen, Mahlzeit, einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück bei 50 Shades of Pain gegen den Rest der Ladder. Erster Spieltag war ein wenig durchwachsen, nachdem Wolfgang direkt mit dem ersten Hit das Spiel verlassen hat und sich nicht regeneriert hat, haben wir mit 0:2 verloren. Aber Wolfgang bekam den MVP, dementsprechend sind wir mal gespannt, wie sich denn so das Ganze noch entwickeln wird. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang rum. Haben ein bisschen Geld jetzt angespart. Mit dem nächsten Spiel sollten wir wahrscheinlich dann in den Genuss kommen, einen neuen Spieler zu kaufen. Vielleicht ein Wolf, vielleicht ein Ghoul. Wir wissen es nicht. Ich melde an und es gibt einen kurzen Cut. Bis gleich. Ein Gegner ist da. Mal gucken, wen wir haben. Sofern das Spiel denn läuft. Los geht's. Wir spielen gegen Echsenmenschen. Exe 2 Chamäleons gegen's, 3 normales gegen's. Und dürften das 6 Croxigore sein. 6 Sauruskrieger und ein Crox. Ah. Das wird lustig. Schauen wir doch mal, was wir da anstellen können. Mit unseren Necros. Fifty Shades of Pain gegen Scaly Gitz von Fatboy Ripper. Name sagt mir gar nichts, habt ihr noch nicht bei mir gehabt. So. Mein Team Value ist höher als der vom Gegner. Nee, er ist zuerst dran. Er hat einen höheren Teamwert. Ich habe mir gerade schon gedacht, ich habe nur 55.000. Müsste 60.000 bekommen. Genau. Ich bekomme 60.000. So günstige Starspieler gibt es gar nicht. Aber die Starspieler schauen so ganz lustig aus. So, zeig doch mal her. Die stehen 0-2-2. Haben 2 mit Block. Okay. So. Inducements. Nehmen wir doch einen Coach und 2 Chili damit. Dass die Kickoff-Events auf unserer Seite stehen mögen. Die Gits gewinnen. Was macht er? Ich denke, wir fahren mit der 3-5-3 ganz gut. Könnten 3-4-4 aufstellen. Das ist eigentlich auch eine Idee. Das ist mir zu krass. Ich denke, damit bin ich gut bedient. Wobei mir den Vierer, nee, wir machen das mal so. Dann muss er nämlich hier einen hin, also muss er hier quasi mit dem One Dice dran gehen, weil er keinen Guard reinkriegt. Machen wir es doch mal so. So, wir haben hier 2 mal Block. 2 Chamäleons ging es von Beginn an. Mein einer macht ja Sinn mit On the Ball als Ballträger zu nehmen. Und dann noch 2 normale Skins. Auf jeden Fall ein interessantes Match. Das könnte tatsächlich ein Cosplay-Spiel sein. Hat keine Wiederholungswürfel. Boah, das ist halt schon riskant, was du anstellst, ne? Ging halt all in mit der Teamaufstellung. Und es wirkt gerade so, als ob der von der Konsole aus spielt, weil die Steuerung macht für mich gerade nicht wirklich schnell Sinn. Mhm. Naja, schauen wir doch mal. Es wird ein interessantes Spiel. Ich bin gespannt. Ne? Drücken mal unsere Vikings-Knutschkugel und hoffen auf ein gutes Spiel. Sollte, also wenn Norska kommen, werde ich definitiv Vikings basteln. Das ist sowas von sicher, wie das Amen in der Kirche. Ich muss mir so ein paar Routinen anlegen. Ich muss, glaube ich, immer zu Beginn des Spiels einmal hier diese Knautschkugel in die Hand nehmen. Und dann schauen wir mal. So, wir dürfen kicken. Auf geht's. So, on the ball darf er verwenden. Timeout. Das Spiel dauert ein Zug kürzer. So, was hast du vor? Solide. Kann man so machen. Jeder Block ist halt riskant, ne? Es kann immer ein Both-Down-Skull kommen und dann ist es bei ihm vorbei, weil er hat keine Wiederholungswürfel. Na, guck, da ist schon mal einer. Aber der hat Blocken sogar. Jetzt hat er hier eine Lücke freigeschlagen. Rums. So, der erste Zombie geht mal raus. Und er regeneriert. Er ist wieder da. So muss das. Mhm. Interessant. Hossa! Nicht den Geist verprügeln. Bindet jetzt direkt den Spieler. Okay. Aber das sieht der Schiri. Und er neutral, er hat einen Spieler verloren. Okay. Kann man mal so machen. Ich könnte jetzt in der Hoffnung spielen, dass ich hier, wenn ich jetzt hier den Zombie hinstelle, ist halt gerade alles nicht so einfach. Er bindet mir doch gerade schön viel Spiele. So. Ich meine, er könnte jetzt dann halt hier rüber gehen mit dem Cage bauen. Dementsprechend stellen wir dich mal dahin. So. Und dann probieren wir hier unser Glück. Klaue greift. Sehr schön. Der Wiederholungswort war es mir wert. Frage ist, mache ich einen One-Dice mit dem Flash-Golem? Kann man mal probieren. Wie war das? Ich habe jetzt keine Wiederholungswürfe mehr, ne? Hahaha. Komm, wir probieren's. Jawollo! So muss das. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 4. So, wir spielen quasi mit ähnlichen Bandagen. Beide haben keine Wiederholungswürfe mehr. Ist halt sehr riskant gewesen. Ich hoffe jetzt einfach auf schlechtere Würfel bei ihm. Ne, er hat mir einen K.O. gehauen, einen rausgehauen. Ich habe jetzt noch 9 Spieler, er hat noch 10. Und Wolfgangs Klaue hat mal zugeschlagen. Ne, hier. Ne. Der steht auf und der blitzt direkt mit dem Crocs. Jetzt hat er hier drüben eine Linie frei. Au. K.O. Also dafür, dass die Rüstung 8 haben, sind die nicht allzu, halten sie nicht allzu viel aus. Okay. Fault den... Okay. Und regeneriert nicht. Kassiert gleich mal eine SI. Okay. Das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. So, 3, 4. Nee, das ist blöd. Du stehst auf. Ja, dann macht das nicht schlecht. Dann macht das auf keinen Fall irgendwie blöd. Wenn man zu da ist, hoffen wir auf den Pau. Treffer. K.O. Müssten wir... könnten es so probieren, den Croxigor runterzuhauen, sofern wir ausweichen. Mit dem Wonder ist... nein. Ei, 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 ei. Schiere Übermacht von Stärke 4 ist einfach unangenehm. Und halt auch wirklich gezielt mit Faulen und allem. Tut halt weh, dass jetzt mein... What? Ja, ist ja gut jetzt. Was ist denn hier schon wieder los, ey? Jetzt aber. So, both down. Kannst nichts dagegen machen. Atzepeng. So. So, du stehst auf. Negativ, negativ, negativ. Das heißt, du stehst dann auch erstmal nur auf. Und er hebt natürlich nicht die Pille auf. War ja klar. Jetzt geht es darum, wer hat den längeren Atem. So, mit dem Saurus-Blocker bist du dahin. Dann wird er jetzt wahrscheinlich faulen. Würde versuchen, den Werwolf zu hauen. Würde ich aber mit ihm machen, weil der Block hat. Ja. Noch mit dem Kroxigur. So, er braucht einen Pau. Hat er nicht. Aber er kann es halt mit ihm versuchen aufzustehen, den Ball aufzuheben. Auf die 3 plus. Oder versucht er erstmal mit dem Foul zu arbeiten. So. Bleib doch mal stehen. Dann kann er den nämlich nicht bewegen. Aber ich binde halt hier 2 Saurus-Kriege. Es ist Turn 4, weil einer ja fehlt. 1, 2, 3, 4 Leute draußen. Jeden Turn einen rausgenommen. Das ist schon heftig. Was anderes kann man dazu nicht sagen, weil gegen Rüstung... Rüstung 9 plus auf den Zombies halt auch noch, ne? So, Ballaufnahme schlägt fehl. Ball springt nicht schön für mich. Schauen wir doch mal. So. Du stehst auf. Du stehst auf. Du stehst auf. Ja, der Klammerschwanz, deswegen ist es blöd. Sehr schön. Treffer. So, mit dem kann er schon mal nichts machen. Wir können jetzt halt versuchen, den noch rauszupushen. Deswegen dodgen wir da nochmal weg. Jetzt stehe ich wieder einigermaßen safe. Und mit dir versuche ich jetzt einfach hier noch rauszugehen. 50-50 Chance. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier noch einen Safety stehen. Ich muss ihn nur daran hindern, den Ball aufzuheben. Was anderes muss ich nicht machen. Ich habe mir noch überlegt, nimmst du einen Blattweißer Keck mit, ne? Mein Gott. Der nächste. Da kommt der Follow-up. So, jetzt hat er hier noch Block. Da dann Blitz frei. Hier kann er mit einem... Also hier kann er mit einem mit stärker blocken. Jetzt blitzt er den Ghoul. Schiebt ihn wahrscheinlich darauf. Das war zu erwarten. Okay. Das hat er einen frei. Ah, jetzt kann er mit ihm hier runter an den Werwolf gehen. Ja, kann er. Reißt die Maus keinen Faden ab. Okay, er bewegt ihn nicht. Das heißt, er lässt mir den die Möglichkeit. Ich werde es natürlich probieren. So, ihr steht auf. Du hast Sidestep, das tut nicht weh. Auf den Chamäleon-Skink. Jo, fertig. Er hat noch 2 Turns, er muss den Ball aufheben und in die Endzone kriegen. Das muss er erstmal schaffen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schnelles Spiel. Das ist halt wirklich so all-in, ohne Wiederholungswürfe bei ihm wirklich so gut funktioniert. Das ist echt krass. Wundert mich. Aufnahme läuft jetzt 24 Minuten. Ich bin schon in Turn 7. Sehr schnelles Spiel. Den schiebt er nur weg. Versucht er den nochmal zu blocken. Mit ihm. Höchstwahrscheinlich. Yep. Schon wieder durch die Rüstung durch, hey. Was ist denn los mit denen? Wahrscheinlich wird er den auch noch foulen. So, jetzt kann er mit dem Cox hier blocken. Der hat auch keinerlei Anstalten, mal Bonehead eine 1 zu würfeln. Jetzt muss die Ballaufnahme klappen. Oh, das war... Bleibt stehen. Er würfelt halt auch alles durch, ne? Dem so scheißegal. Kommt zuerst das Foul. Naja, ich meine, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es genauso machen. Natürlich klappt die Ballaufnahme. Und der Dodge und der Rush. Steht jetzt halt mit ihm genau in Reichweite. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass wir hier den Dodge schaffen. Der gelingt. Das reicht mir. So. Du kommst nicht mehr in die Endzone. Das ist schon mal gut. Und hier möchte ich eigentlich aufpassen, dass er mir den nicht rausschiebt. Wobei, darauf muss er würfeln, soll er machen. So, du bist dran. Touchdown kannst du keinen mehr machen. Der ist zu weit weg. Der kann mit Aufstehen nichts mehr machen. Da ist die Doppel-1. Ella Badge. So wünsche ich mir das. Eine Doppel-1. Quad 1 war das gerade. So. Kann ich denn mit dem Ergebnis jetzt irgendwas anfangen? Kriege ich irgendwas rausgeschoben? Wenn ich ihn so blitz, schiebe ich ihn dahin und ihn dahin. Bin aber nicht stärker. So, jetzt können wir hier den Blitz auf den Chameleon-Skink setzen. Passiert nichts. Und dann können wir hier noch den... Ach, weil der jetzt markiert. Nee. Der markiert jetzt. Das ist natürlich doof. Sind wir fertig. Will es nicht riskieren. Seiner ist wieder da. Na gut, ich habe nur einen Spieler in Unterzahl. Das ist auch soweit okay. Ah, die SI auf dem Wraith ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut, kannst du nichts machen. Wir haben erfolgreich die Null gehalten. Jetzt müssen wir halt einen Touchdown machen. Alter, schau dich hier das mal an. Und wie können denn Untote so bluten? Kann mir das einer mal verraten? Auf jeden Fall sehr interessanter Ansatz. All in, 6 Sauri, 1 Croxy, keine Wiederholungswürfe. Aber hat sich in der ersten Halbzeit, also bis auf einen... Nur John Bon Jovi bleibt liegen. DK Metcalf und Tom Bones stehen auf. Aha. Sehr interessant. Muss man schon sagen. Und wenn ich ihn dahin schiebe, dann dahin schiebe, kriege ich den rausgepusht? Ich glaube nicht, ne? Da haben wir ja noch einen Zombie. Ja, ganz nett. Schauen wir doch mal. Natürlich. Natürlich. Alter. Es ist doch so Mäusemelken, echt, ey. Dann lassen wir dich noch hier hingehen. Sicher ist sicher. Wir können jetzt der Wecher versuchen, einen hier zu faulen. Und dann nehme ich dich noch fürs Foul. Na, immerhin. Schau mal her, wie schön. So. So, da soll er mal was machen. Bindet auf jeden Fall Spiele. Blitzt den Flash-Golem. Na, soll er machen. Passiert mal nix. Geht da auf jeden Fall mit ran. Wolfgang hat halt ganz viele Optionen. Das ist halt sein, ist halt das Problem. Und jetzt kommt er mit seinen Wusels. Frage ist, was macht er mit denen jetzt? Hat er sich jetzt so aufgestellt? Ich kann hier versuchen, den Skink zu fangen. Mit dem Zombie. So, du solltest auf einen Turn drücken. Genau. Pau gewinnt. Nein. Das ist gleich stark. Die Frage ist, was King Wonder ist gegen den Saurus-Blocker. Dann steht der aber frei, weil er weggeht. Das ist doof. Nicht schön, aber selten. Treffer. Ja. Lassen wir so stehen. Bislang hatte er einen Turn. Einen Turn hat er verloren wegen schlechten Würfeln. Da war so ein Both Down, Both Down. Nee, ein Snake Eyes war es, ein Rippencoxigur. Den schiebt er nur. Da sind die Snake Eyes. Und Und das ist das, was bei ihm jetzt wirklich das Problem wird. Er war jetzt zu offensiv mit seinen Blocks. Treffer. Benutzt den Sunny. Hier kann man noch auf einem sehr schön auf dem Chamäleonsking rumkauen. Die Animation ist geil. K.O. So wünsche ich mir das. Dann machen wir hier weiter. Dich binden wir. Und dann sind wir fertig. Er hätte zuerst seine Skinks bewegen müssen, nach hinten als Safeties. Hat er aber nicht gemacht. Jedes Würfeln kann ihm ein Verhängnis werden. Okay. Da legt's ihn auf die Nase. So. Mit Wiederholungswurf. An und für sich die einfachste Methode. Wir machen es erstmal das hier. Du stehst auf. Dann kannst du den da hauen. Was funktioniert? Wenn ich mich dahin stelle, mit dem Sogblitz, der liegt im Weg. Könnten One-Dice probieren. Könnte ich auch einfach versuchen, mit dem Wiederholungswurf da rauszugehen. Ich Kant noch blitzen. Wenn halt der Frenzy nicht klappt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ne, das klappt nicht. Du gehst mal dahin. Und du stellst dich mal hier hin. Für den Fall der Fälle. So, meine Frage ist, dorle ich noch eine Runde? Ich glaube nicht, ich hätte nach oben gehen sollen. Naja, komm. Jetzt müssen wir halt einmal waschen, ich hätte nach oben gehen müssen. Aber es passt. Ghoulia Styles, Touchdown! 1:0! So ist's fein. Der bleibt liegen. Hat noch 10. Ich habe wieder 11. Ist doch schon mal gut. Ich denke, so lassen wir das stehen. Dann schauen wir doch mal, ob er denn mit seinen Lizardman da noch einen Touchdown erzielen kann. Ihm fehlt ein Chameleon Skink. Einen hat er noch. Er hat noch einmal on the ball. Er hat noch einmal on the ball. Er lässt es so stehen. Dafür muss er jetzt aber ausweichen, wenn er On the Ball benutzen will, oder? Wenn er On the Ball verwenden will, muss er mit ihm ausweichen. Macht er nicht. Cheering Fans. Natürlich. So. Ich habe 2 Cheerleader und verliere, aber ich glaube, Pro funktioniert gerade gar nicht. Da ist die Doppel-1. So muss das sein. So, du stehst auf. Du stehst auf. Das reicht mir. Treffer. Sehr schön. Wo gehe ich hin? Ich will nicht zu viel. Ich komme eh nicht bis ganz nach vorne. Ich will es jetzt nicht zu sehr forcieren. So, du gehst dahin. Das würde ich dann einfach stehen. So. Dann mach mal. Blitz direkt hier rein. Pau, trifft den Ghoul. Oh, das könnte... das kann regenerieren. Ah, Ghoulia, was kassierst du? Miss Next Game. Tut nicht weh. Ghoulia kassiert ein Miss Next Game. Ist der Shadow. So. Der Blitz muss sitzen, sehr schön. Auch sehr schön. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, dich mit... Ach, du bist... Du bindest den. Ah. Das ist jetzt doof. Dann machen wir das jetzt so. Dann hauen wir hier auf die Nase. Ja. Lassen wir so stehen. Da werden ihm die fehlenden Wiederholungswürfe zum Verhängnis. Ich hätte tatsächlich mit dem Cox versucht. Ich hätte mit dem Cox versucht, ihn zu blocken. Okay, mit denen steht er auf. Kann mit dem höchstens rankommen. Probiert auch aus. Nein, ich hätte jetzt Sprinten probiert. Ich hätte tatsächlich jetzt Sprinten probiert. Na gut. So, und jetzt kommen seine Skinks. Muss halt ausweichen. Und da haut's ihn auf die Nase. Serious injured. Okay. Du stehst auf. Dann gehst du da, dann sind beide gebunden. Du haust zu. Pau gewinnt. Jawohl. Touchdown. Wolfgang Amadeus Mozart bekommt damit ein Stat-Up, ein Level-Up. Sehr schön. Sehr schöne Kameraeinstellung. Damit ist wohl die Messe gelesen. Gucken wir mal, was er jetzt noch anstellt. Oder ob er conceited. Was ja gerne Leute in der Leiter machen. Er hat noch 8 Spiele. Ich habe noch 11. Ich denke, wir stellen wieder so auf. Wie gerade eben. Ah, ne, der Ghoul ist raus, genau. Machen wir das so. Genau, so Ghoulia Styles verpasst das nächste Spiel. Der Wraith verpasst das nächste Spiel, hat eine Serious Injury. Die Verletzung hat er sich selbst zugezogen. Das heißt, ich habe nur die 2 Touchdowns bislang als Verletzungen mit Starspielerpunkten auf dem Konto. Dann kommt der MVP dazu. Also 4, 7, 10. Kann sich sehen lassen. So, dann kicken wir. On the ball, da wir nutzen. Warum stellst du den nicht da oben hin? Alter, was sind das für Würfel? Echt, hey. Ich habe einen Assistant Coach und krieg eine 2 zusammen. Er hat eine 6 gewürfelt. Jetzt hat er einen Wiederholungswurf. Verrückt. Bekommt nichts auf den Boden geschmissen. Das kann er nochmal blitzen, wenn er will. Macht er auch. Geht auf einen Zombie. Auf DK Metcalf. Den trifft er. Und der geht K.O. Er kann es versuchen, mit dem Chamäleons gegen hoch vorzulaufen und dann einen Pass zu werfen. Und sonst hat er keine Chance mehr auf einen Touchdown. Gut, damit ist das Spiel durch. Gehen wir hier noch auf unseren Saurus-Blocker. Den kriegen wir auch. Schade. Wir könnten, wenn wir wollten, jetzt noch faulen. Ah, der markiert. So markiert er nimmer. Kann er irgendwas anstellen, irgendwas Sinnvolles. Ich kann meinen Werwolf schützen, indem ich ihm noch ein Bauernopfer gebe. Der markiert, also der 2, 3, 4, 5. Geht sogar. Er hat keinen Blocken. Mal gucken. Immerhin noch ein Two-Dice geschafft. Und er ging zum Boden. Dann haben wir unseren ersten Sieg eingefahren mit 50 Shades of Pain gegen seltsam gebaute Lizards. Ja. Kann man so lassen. Damit ist das Spiel durch. Sieg auf ganzer Linie. 2:0. Ja, ein paar Verluste haben wir hingenommen, aber mein Gott, irgendwas ist immer. Sehr schön. Damit rutschen wir wieder auf Gold. Wir bekommen einen Dedicated Fan dazu, 50.000 Gains mit 2 Touchdowns, haben wir 105.000, sehr schön. SPP bekam Stitches, bekam MVP, dann haben wir Mozart und Ghoulia Styles, die beide halt einen Touchdown gemacht haben. Das heißt, unser Werwolf kann jetzt ein Stat-Up kriegen. Und was soll ich euch sagen? Das Setup wird blocken. Erstmal ihm ein bisschen mehr Handhabe geben zum Hantieren. Und dann gucken wir mal. Wir haben können jetzt einen zweiten Ghoul anheuern, weil der Werwolf ist zu teuer. Das machen wir auch. Und dann würde ich gern wieder in mein Team reingehen. Lass mich gucken. So. Bekommt natürlich einen anderen Namen. Neben Ghoulia Styles haben wir auch Ghoulia Roberts. So. Und dann wechseln wir hier ein bisschen die Spieler durch. Damit haben wir den zweiten Ghoul. Sehr schön. Ghoulia Styles und Ghoulia Roberts werden jetzt uns würdig vertreten. So, es wird, ich bekomme ein, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich bekomme keine Ersatzspieler. Das heißt, wir starten mit einem Teamwert von 925 in die nächste Runde. Macht aber nichts, denn ich habe einen Ghoul, ich habe einen Werwolf, ich habe einen Wraith. Von daher ist das doch alles fein. Dann Spiel 2 getan. Das nächste folgt auf dem Fuße. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode, wenn es wieder heißt 50 Shades of Pain gegen den Rest der Ladder. Bis dahin, macht's gut, ciao und servus.